Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ihr habt ja nachgefragt nach diesem Banbao, diesen, ja, ich sage mal Imitations-Lego, was wesentlich billiger ist als das Original. Und ich habe hier mal wieder ein kleines Paket. Keine Bange, es kommen auch noch große Pakete. Ich habe auch noch etwas größere. Die habe ich auch noch geholt, aber heute will ich zum Anfang erstmal hier mit dem kleinen Paket anfangen. Will euch das mal zeigen. Das ist also ein Paket mit 54 Teilen. Hat die Nummer 8116. Ist ab 4 Jahre plus. Also, wie gesagt, 4 Jahre mindestens und dann nach oben hin keine Grenzen. Gut, dann packen wir das jetzt mal hier aus. Machen das mal auf. Ja, wenn ich es dann aufkriege, heißt es. Zweimal. So. Dann haben wir hier einmal den Kleinbeutel mit den 54 Teilen und wir haben einmal hier die Bastelanleitung. So. Ich mache das wieder so. Ich werde das versuchen in Schnelldurchlauf zusammenzubauen. Entweder seht ihr jetzt hier dann einen Cut oder ihr seht ab jetzt den Schnelldurchlauf, damit das Video nicht allzu lange wird. So, ja, ich wollte das eigentlich in Schnelldurchsicht oder Schnellansicht zusammenbauen, ging leider nicht, weil ja diese Teile. Alles gut und schön. Sie sind zwar billig, aber hier mit diesen Anleitungen, die sind manchmal ein bisschen ja auch billig gehalten, sage ich mal. Und ich hatte das Ding dreiviertel fertig und dann habe ich erst gesehen, dass ich ein paar Bausteine vergessen hatte, die einzubauen. Da musste ich das ganze Ding wieder dreiviertel auseinandernehmen und deswegen hatte ich das dann abgebrochen und habe dann normal weitergemacht, ohne das zu filmen, und zeige euch jetzt die ganze Sache fertig aufgebaut. So, und so sieht dieser kleine Flitzer dann fertig aufgebaut aus. Man kann hier, ja, was das sein soll, weiß ich zwar nicht, ob das irgendwelche Antennen oder irgendwas sein soll, kann ich euch nicht sagen. Kann man denn hier so reinmachen? So. So sieht er aus. Und ich sage mal, ja, trotz dass der Zusammenbau ein bisschen schwierig ist, ich sage mal, das Preis-Leistungs-Verhältnis ist trotzdem sehr, sehr angebracht. Denn ich glaube nicht, dass man so einen Flitzer hier Original-Lego für knapp 3 Euro bekommen hätte. Da hätte man ein bisschen mehr auf den Tisch legen müssen. Weil, ja, Lego, die sind fast genauso wie Star Wars. Das ist alles ein wenig, ja, teurer. Wobei, wie gesagt, ich habe hier schon mehrere von gehabt, das wisst ihr ja. Könnt ihr ja auch mal gucken. Ich habe da auch eine Playlist angefertigt. Da sind schon verschiedene Modelle, habe ich da schon von. Deswegen wurde ja auch immer wieder mal nachgefragt. Wie gesagt, jetzt habe ich hier dieses kleine Modell. Die Tage oder beziehungsweise die nächsten Videos. Da werden dann auch noch mal etwas größere Modelle
Komm, ich habe noch zwei oder drei jetzt größere Modelle mir noch geholt, weil, wie gesagt, ich finde die genauso gut wie Lego, bloß halt eben, sie sind preiswerter. Also, ich kann die eigentlich auch empfehlen. Die sind gar nicht mal so schlecht, diese Teile. Wie gesagt, beim Zusammenbauen, da muss man halt eben ein bisschen genauer hinschauen manchmal, weil es ist nicht immer so hundertprozentig gleich verständlich, denn wie und was sie meinen. Aber ich sage mal, ich wollte es jetzt auch schnell zusammenbauen und da muss man sich schon ein bisschen Zeit lassen für sowas hier. Gut, das war jetzt dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr auch noch weitere solche Videos sehen wollt, wo ich hier solche Sachen zusammenbaue. Könnt ihr gerne machen. Ansonsten sage ich jetzt erstmal danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.